Fahrgastbetreuer, Zugbegleiter, neuer Job, neues Leben. Willkommen zurück in unserem Studio über den Dächern von München. Willkommen bei Jobcheck TV, dem neuen Wissensmagazin rund um Jobs. In unserem nächsten Porträt stellen wir Ihnen den Beruf des Fahrgastbetreuers vor. Die Zeiten, als das noch Schaffner hieß, ja, die sind längst vorbei. Kein Wunder bei diesem abwechslungsreichen und sehr spannenden Beruf. Es ist Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr. Rush Hour auch auf der Linie von Regensburg nach Marktredwitz. Jetzt vor dem Wochenende nutzen besonders viele Reisende die Eisenbahn. Hochbetrieb auch für die Fahrgastbetreuer wie zum Beispiel Ursula Schröder. Früher hieß das Berufsbild noch Schaffnerin. Ursula Schröder ist aber mehr. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Sorgen und Fragen der Reisenden. Die 53-Jährige begleitet heute den Zug der Oberpfalzbahn auf der Linie nach Marktredwitz. Immer wenn ich die Uniform anziehe, übernehme ich gleichzeitig auch die Rolle des Gastgebers. In der Uniform bin ich auch erkennbar für die Fahrgäste als ihr Ansprechpartner und versuche Lösungen für ihre Probleme und für ihre Anschlüsse zu finden. 9 Minuten sind es bis zum nächsten Halt. Für Ursula Schröder heißt es jetzt Fahrkartenkontrolle. Ein kurzer Blick reicht da nicht aus, denn die Fahrgastbetreuerin prüft nicht nur die Gültigkeit der Tickets. Sie behält auch die Reiseziele ihrer Fahrgäste im Blick. Sie wissen, wie es weitergeht? Und erinnert auch schon mal daran, wenn die Betroffenen ihre Haltestelle zu verpassen scheinen. Dann wünsche ich eine schöne Reise. Dankeschön, tschüss. 60 Fahrgastbetreuer sind für die Oberpfalzbahn im Einsatz. Auf allen Bahnlinien der Gesellschaften des Netinera-Konzerns sind es über 900. Neben der Oberpfalzbahn gehören noch weitere 10 Marken im deutschen Schienenverkehr zum Netinera-Konzern, der somit praktisch in allen deutschen Regionen täglich zusammengenommen über 370 Züge auf die Schiene schickt. Eines haben alle Fahrgastbetreuer in allen Gesellschaften des Netinera-Konzerns gemeinsam. Sie kennen das Streckennetz, wissen, welches Ticket auf welcher Strecke gilt. Sie helfen bei Fragen zu Verbindungen und Abfahrtszeiten. Frau Schröder liebt ihren Job. Die 53-Jährige ist nicht nur im Zug, sondern mit dem Zug unterwegs. Sie hilft den Fahrgästen, wo sie nur kann. Auch bei der Bayerischen Regionalbahn Alex, die ebenfalls zum Netinera-Konzern gehört, sind Zugbegleiter im Einsatz. Im Gegensatz zu ihren Kollegen von der Oberpfalzbahn haben sie aber zusätzlich auch technische Aufgaben im Bahnbetrieb. Dabei dreht sich praktisch alles um die Sicherheit. Sie erstellen zum Beispiel die Wagenlisten und Bremszettel. Damit kennt der Lokführer später dann Gewicht und benötigte Bremskraft seines Zuges. Das ist wichtig, um die Bahn bei jeder Geschwindigkeit rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Zusammen prüfen Zugbegleiter und Triebfahrzeugführer vor der Abfahrt die Bremsen des Zuges und weitere Einrichtungen, die der Sicherheit dienen. Die Zugbegleiter überwachen auch, dass alle Fahrgäste eingestiegen und alle Türen sicher verschlossen sind, bevor sie dem Lokführer den Auftrag zur Abfahrt geben. Nicht auf allen Strecken sind Zugbegleiter im Einsatz, dann übernehmen technische Systeme den Sicherheitscheck. Zurück bei Fahrgastbetreuerin Ursula Schröder. Wenn die 53-Jährige auf ihrer Zugstrecke unterwegs ist, trifft sie oft bekannte Gesichter. Ach, hallo. Hallo, servus. Schön, dass wir uns sehen. Und? Freilich. Alles noch geklappt letzte Woche? Ursula Schröder ist eben mehr als nur eine Fahrgastbetreuerin. Viele Familien, viele Berufstätige kennt sie seit Jahren. Dann kommt man auch mal so privat ins Gespräch, unterhält sich. Dann weiß man auch schon Bescheid, wo die Kinder mal zur Schule gehen, wo sie im Urlaub waren. Und was sie so gemacht haben alles. Und da unterhält man sich gerne mal. Und das macht Freude. Und man merkt auch, dass sich der Fahrgast darüber freut. Erst vor 3 Jahren hat Ursula Schröder die Ausbildung zur Fahrgastbetreuerin bei der Oberpfalzbahn absolviert. Vorher war sie im Einzelhandel tätig. Egal wie alt man ist, manchmal braucht man einfach noch mal eine Veränderung. Und der Beruf des Kundenbetreuers verbindet genau das, was mir alles Spaß macht. Unterwegs zu sein, unter Menschen zu sein und ist abwechslungsreich. 2 Monate dauert die innerbetriebliche Ausbildung. In den Trainings werden die angehenden Fahrgastbetreuer gründlich auf ihren Einsatz vorbereitet. Sie bekommen Grundwissen rund um den Eisenbahnbetrieb vermittelt, lernen auch Fahrpläne und Tarife kennen. Vor allem aber üben die künftigen Fahrgastbetreuer den professionellen Umgang mit ihren Kunden in Sprach- und Ansagetrainings, Schulungen für sicheres Auftreten und Gesprächsführung. Grüß Gott, die Fahrkarte bitte. Bitteschön. Jawohl. Bis wohin geht's bei Ihnen? Nach Weiden. Mhm. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal.
beispielsweise. Die Schulungen leitet Ausbilder Jan Marino. Auch Deeskalationsmanagement und Erste-Hilfe-Kurse stehen auf dem Programm. Sogar Sprachkurse bekommen die angehenden Fahrgastbetreuer. Denn manche Strecken reichen über die Landesgrenze hinaus. Ihr habt hier wirklich durch die flachen Hierarchien bei der Länderbahn die Möglichkeit aufzusteigen. Eure Interessen werden hier gefördert, eure Talente natürlich auch. Zurück in der Oberpfalzbahn bei Fahrgastbetreuerin Ursula Schröder. Nächste Station, Schießdanice. Next stop, Marktredwitz. Dieser Zug endet hier. Endstation in Marktredwitz. Hier geht auch die Schicht von Ursula Schröder zu Ende. Alle sind gut nach Hause gekommen. Alle haben ihren Zielbahnhof erreicht. Die kleinen Schwierigkeiten des Alltags konnte ich gut für alle lösen. Das ist das Schöne an dem Beruf. Mehr Informationen zum vorgestellten Beruf finden Sie im Netz auf dieser Website und auf jobcheck.tv.